Wir kommen zum ersten Keynote. Franz Rösli war Mitglied des Kernteams und ist Mitglied des Kernteams Beyond Budgeting Roundtable und er leitet das Zentrum für Unternehmensentwicklung an der ZHAW. Hier ist er mit Beyond Budgeting als Mindset und Handlungsrahmen. Herzlichen Applaus, Franz Rösli. Danke, Stefan, für diese Einleitung. Es freut mich sehr, hier zu Ihnen als Community sprechen zu dürfen und das Beyond Budgeting Konzept als gesamtorganisationales Konzept vorstellen zu dürfen. Bevor ich aber jetzt mit meinen Ausführungen beginne, möchte ich einsteigen mit einem kleinen Film, quasi als Warm-up. In today's modern world, you can watch what you're doing, or you can watch where you're going, but you can't do both. And now, you don't have to, thanks to Guiding Hands. At Guiding Hands, we understand how important it is to stay connected when you're on the go. Simply request a guiding hand, and within seconds, we'll be at your side, ready to guide you to your destination. Let us navigate your world, so you can navigate the web. Your guiding hand will take care of all the pesky distractions that once forced you to look up. We look out for you, so you can keep an eye on the things that matter most. Enjoy the security that comes in knowing you are finally, truly connected. Okay, das sind mögliche Folgen der Digitalisierung. Auf humorvolle und natürlich auch etwas überzeichnete Art und Weise dargestellt. Das ist Selbstentmündigung und Abhängigkeit. Mir geht es ums genaue Gegenteil. Was können Organisationen tun, um in der heutigen komplexen und digitalisierten Welt bestehen zu können? Organisationale Agilität ist eine sehr, sehr wichtige Antwort dazu. Das bedeutet aber auch, die Mitarbeitenden von ihren sehr häufig sehr engen Fremdkontrolle-Zwangsjacken zu befreien, damit sie Selbstverantwortung übernehmen können, um sich so agil und mündig in den Organisationen zu verhalten. Das möchte ich thematisieren, denn wir sind Gefangene des traditionellen Managementmodells, das wir aus dem Industriezeitalter geerbt haben. Das ein Zitat von Gary Hamel, das das trefflich zum Ausdruck bringt. Wozu wurde Management erfunden? So wie wir heute mehrheitlich in Organisationen eben noch managen. Es ging um Standardisierung der Arbeit, Maximierung von Disziplin und Fleiß und Organisation der Arbeit um Maschinen herum. Ich glaube, das Bild da von Modern Times 1936 von Charlie Chaplin bringt das sehr, sehr schön zum Ausdruck. Also es ging eben schlussendlich um die Herausforderung, Effizienzsteigerungen hinzukriegen, eben Industriezeitalter. Was sind die Grundpfeiler des traditionellen Managementmodells, wo meine Hypothese ist, dass die allermeisten Organisationen von den Grundfesten eben heute noch drinstecken? Man kann eigentlich zwei Grundpfeiler festmachen. Einerseits das Werk von Taylor, sehr bekannt, Taylorismus, mit dem Titel Scientific Management 1911 geschrieben. Man findet das heute noch in Bibliotheken von Wissenschafts-, also von betriebswirtschaftlichen Fakultäten. Das ist sicher zentrale Basis des traditionellen Managementmodells. Und eine wichtige Ergänzung, die häufig eben nicht so bekannt ist, ist das Werk von James O. McKinsey, Budgetary Control, 1922 erschienen. Das ist die Komplettierung des traditionellen Managementmodells. Also das war die Überlegung von McKinsey eben, was braucht eine Organisation nach Taylor, wie muss die gesteuert
Was sind die Steuerungs- und Managementprozesse? Das war der Beitrag von McKinsey und als kleine Klammerbemerkung, das ist derselbe McKinsey, der auch die Beratungsfirma McKinsey gegründet hat. Und das ist nicht einfach ein Zufall. Er hat also, und das meine ich im positivsten Sinne, sehr, sehr große Spuren hinterlassen in der Wirtschaftspraxis als Akademiker, als Professor für Management Accounting, aber auch als Unternehmer, weil das war eine Pionierleistung. Das war, glaube ich, die zweite Beratungsunternehmung auf der Welt. Ich glaube, es war noch eine zuerst da und McKinsey hat dann als Nummer zwei das Unternehmen aufgebaut, sicher eines der bekanntesten Beratungshäuser in der heutigen Zeit. Also das so die Herkunft des traditionellen Managementmodells ausgerichtet auf die damalige Problemstellung, eben Effizienzsteigerung durch diesen kapitalintensiven Einsatz von Großtechnologie. Das ist ja das Wesen des Industriezeitalters und man kann das vereinfacht darstellen hier auf diese zwei Dimensionen. Das traditionelle Managementmodell, einerseits die obere Dimension Führung und Organisation, stark geprägt über die Aussagen von Taylor, also sehr eine hierarchische Organisation, enge Führungsspannen, um eben die Kontrolle halten zu können einer Industrieorganisation. Und zweite, untere Dimension, Managementprozesse oder Steuerungsprozesse, ich verwende das Synonym, eben von McKinsey und da im Zentrum eben Budgets. Es dreht sich also bei Budgetary Control alles um Budgets. Wir verwenden im Beyond Budgeting Roundtable auch den Ausdruck fix festgelegter Leistungsvertrag, also als Synonym zu Budgets. Weil im Prinzip ist das ein Vertrag, eine Abmachung, die abgemacht wird oder vielleicht sogar vorgegeben wird in der Budgetierungs-, in der Planungsphase und an der wird man dann gemessen. Es ist fixiert auf ein Jahr. Es ist festgezurrt auf ein Jahr und es dreht sich wirklich alles eben um diese Größe, einerseits während der Planungsphase, damit man zu den Budgets kommt auf allen Ebenen, schlussendlich auch auf die Unternehmensebene, hoffentlich ein profitables Gewinnbudget auf oberster Ebene. Und es wird dann während dem Jahr kontrolliert. Es wird geschaut, ob die Budgets eingehalten sind, vielfach monatliche Reportings, wo dann eben Soll-Ist- oder Budget-Ist-Abweichungen gemacht werden. Und man schaut, ist man auf Kurs? Wenn nein, muss man rechtfertigen, warum nicht, und allenfalls eben Maßnahmen vorschlagen, damit man wieder auf Track kommt, auf Budget. Also das einfach die grobe Mechanik des traditionellen Managementmodells vor dem Hintergrund, von wem das es erschaffen wurde und wozu es erschaffen wurde, für das Industriezeitalter. Und was ich so sehe, ist, dass die meisten Organisationen von der Grundmechanik immer noch so heute aufgestellt sind. Vielleicht geht es Ihnen auch so, dass Sie in einer Organisation sind, wo mindestens größere Teile dieser Mechanik nach wie vor sichtbar sind. Ist das der Fall? Oder wer von Ihnen repräsentiert eine Organisation, wo Sie sich sehen dahinter, wo Sie sehen, dass das teilweise mindestens so tickt? Ja, das ist die überwiegende Mehrheit, also Sie sind absolut repräsentativ. Und das verursacht enorme Probleme. Zum Beispiel auch sehr, sehr große Probleme mit Budgets und Budgetierung. Fast alle Organisationen, die so organisiert sind, wie sie auch die meisten von Ihnen oder Ihre Firmen organisiert sind, die haben tatsächlich auch wirklich große Probleme mit Budgets und Budgetierung. Das hier sind so sechs Clusters, Problemclusters. Ich gehe jetzt nicht auf jeden Punkt im Detail ein, aber ich möchte so einige rauspicken und etwas kommentieren. Detailliert, langwierig, teuer, das ist eine relativ teure Übung. Also wenn man dazu eine Projektnummer lösen würde und alle Zeit, die für die Budgetierung verwendet wird und für die Soll-Ist-Abweichungen während dem laufenden Jahr, dann würde man sehen, dass das eine sehr, sehr teure Übung ist. Das wird nicht gemacht. Ich habe noch keine Unternehmung gesehen, die gesagt hat, die Budgetierung muss einen ROI
erwirtschaften. Das wird gar nicht gefragt. Die Budgetierung muss sich nicht rechtfertigen. Eher Bleistifte, die man neu anschaffen muss. Schnell nicht mehr aktuell und verhindert schnelle Anpassung. Budgets sind einfach von der Mechanik her statisch, sind auf ein Jahr ausgelegt. Es braucht häufig sehr viel, wenn man ein Budget anpassen will. Es geht, aber es ist ein bürokratischer Akt. Und heute in dieser enormen Dynamik, in der schnelllebigen Zeit, wo wir leben, sind einfach die Budgetdaten sehr, sehr häufig im Januar schon nicht mehr aktuell. Also dann, wenn eigentlich die Daten zu zählen beginnen. Teuer erarbeitet und schnell nicht mehr aktuell, das passt einfach nicht ganz. Abgeschnitten von der Strategie ist ein Riesenthema, oder? Dass das operative Geschäft ein Eigenleben führt, neben der Strategie, dass die Strategie gar nicht auf den Boden kommt. Also Dringlichkeit übersteuert ständig Wichtigkeit, das ist so das Phänomen hier. Übermäßig zentralisiert und kontrollorientiert. Es ist klar, es ist ein Kontrollinstrument für die hierarchischen Ebenen. Diese beiden Punkte kann man durchaus zusammenfassen, führt zu Kostensicherungsmentalität, dysfunktionales, sogar unethisches Verhalten. Was kann man sich darunter vorstellen? Führt zu Wenn NDA die Budgets noch rausgehauen werden, obwohl man es eigentlich gar nicht braucht, dass man damit Genau, das ist das Phänomen, weit verbreitet in der Praxis. Vielleicht ist das Ihnen auch schon begegnet. Mir ist das erste Mal begegnet im Militär. Und ich habe meinen Militärdienst geleistet, bevor ich in die Unternehmenspraxis eingetreten bin. Und habe dann festgestellt, dass das in der Unternehmenspraxis ganz genau gleich funktioniert. Das war ein gewisser Schock. Im Militär lacht man noch darüber, oder? Man fährt dann am Ende eines WKs oder am Ende der Rekrutenschule die ganze Kompanie noch durch die Schweiz, dass der Benzin verbraucht wird, damit beim nächsten Jahr eben wieder die gleiche Ration da ist. Aber auch marktwirtschaftlich orientierte Unternehmen machen das so. Einfach über die Instrumente, die dieses Verhalten so anreizen. Es passiert übrigens auch auf der Ertragsseite. Also man könnte hier durchaus ergänzen, es geht nicht nur um Kostensicherungsmentalität. Es passiert das genau Gleiche, einfach mit umgekehrten Vorzeichen, bei den Umsätzen. Was macht ein Verkäufer, der sein Jahressoll bereits erreicht hat, damit den Maximalbonus gesichert und es kommt noch Umsatz ins alte Jahr? Was macht er? Ja, verschiebt es ins neue Jahr, ganz klar. Gelebte Praxis. Und das ist sicher nicht gut für das Unternehmen. Und das Instrument ist ja eigentlich für eine möglichst gute Leistungsfähigkeit für das Unternehmen. Also wirklich sehr, sehr gravierende Probleme. Fast alle Organisationen, es gibt Ausnahmen, fast alle leiden an mindestens einem, wenn nicht an mehreren diesen Punkte, und trotzdem machen es praktisch alle. Das ist unhinterfragt. Also das einfach mal eine kritische Sicht auf das traditionelle Management, jetzt vor allem aus der Perspektive Budgets betrachtet. Hier das Thema Zweck der Organisation, ich glaube, das ist etwas sehr Fundamentales, oder? Was ist der Zweck einer Organisation? Da greife ich auf Peter Drucker zurück, meiner Meinung nach einer der wichtigsten Vordenker und Denker, wenn es um Führung und Management geht. Absolut zeitgemäß, nach wie vor sehr, sehr modern. Das stammt jetzt von ihm von 1954, also schon sehr, sehr lange, aber nach wie vor meine ich eine sehr, sehr wichtige Definition, mindestens zum darüber nachdenken. Was ist der Zweck? There is only one valid definition of a business purpose: to create a customer. Sonst hat man keine Existenzberechtigung. Das ist der Zweck, oder? Die Existenzberechtigung. Und meine Behauptung ist, Budgets stehen praktisch per Definition dem Zweck einer Organisation im Wege. Das beißt sich. Wir haben die Probleme vorhin gesehen.
Weil das sind ja intern ausgehandelte oder intern festgelegte Grössen, die man ein Jahr vorher oder länger festlegt, wo man daran kontrolliert wird und beurteilt, das haben wir vorhin gesehen, man kontrolliert anhand der Budget, die Budget sind dann eigentlich die Ziele, die es zu erreichen gibt, und man ist meistens auch noch daran incentiviert. Budgets sind fast immer auch der Referenzmaßstab für Ausschüttung von Boni oder Incentives. Und das passt natürlich nicht unbedingt zu einer kundenorientierten Verhaltensweise. Da geht es einfach mal darum, die Budgets zu erreichen. Eben, oder sich abzusichern bereits für das nächste Jahr, damit der Budgetrahmen nicht enger wird. Aber das hat nichts mit der Kreierung eines Kunden zu tun im Fokus. Also, um das Ziel oder den Zweck erfüllen zu können, glaube ich, ist es eine Überlegung wert, sich den Stellenwert von Budgets zu überdenken. Meine kritische Haltung dazu ist, Budgets stehen im Weg, den Unternehmenszweck wirklich gut erfüllen zu können. Was braucht es heute? Welche Fähigkeitspotenziale brauchen Organisationen in der heutigen VUCA-Welt, das Wort kam schon einmal, damit sie den Unterschied machen? Meine These ist, dass die roten Fähigkeiten, vor allem die Fähigkeiten sind, die vom traditionellen Managementmodell adressiert werden. Also das traditionelle Managementmodell, wo fast alle Organisationen sich noch bedienen, adressiert insbesondere die roten Fähigkeiten. Weil die können angeordnet werden, Command and Control, und auf der anderen Seite sind sie auch relativ leicht austauschbar. Also die werden direkt adressiert, Fleiß, Disziplin etc. Und welche Fähigkeiten das über dieses traditionelle Managementmodell, das eben Zwangsjacken auch darstellt, etwas überspitzt dargestellt, adressiert genau nicht die grünen Fähigkeiten, wo ich, wenn ich in die Unternehmenspraxis reinschaue und höre, das sind genau die Fähigkeiten, die heute gebraucht werden, um den Unterschied zu machen. Ich sage nicht, dass es die roten Fähigkeiten nicht mehr braucht. Das ist nicht meine Aussage. Aber die grünen werden systematisch nicht adressiert über das klassische Steuerungsmodell. Das ist der Punkt, den ich machen will. Und wenn man die grünen will, muss man sich überlegen, wie kann ich die systematisch adressieren. Und Voraussetzungen, das zeigt durchaus die Forschung, sind eben Sinnvermittlung, Purpose. Wir sind wieder beim Purpose. Selbstbestimmung. Wir wollen autonom arbeiten können, selbstbestimmt, nicht in Zwangsjacken gesetzt. Und auf der anderen Seite auch gute, gelingende Beziehungen in der Organisation. Das sind Voraussetzungen. Es geht darum, eben mit Führung und Organisation, also mit dem Organisationsdesign, möglichst diese Voraussetzungen zu erfüllen, die zu adressieren, damit man an die grünen Fähigkeiten herankommt und nicht nur die roten adressiert. Weil, das zeigt durchaus ein Bild, erstens anekdotischer Art, es ist nicht nur zum Besten bestellt mit den Leuten und ihrer Zufriedenheit und ihrem Engagement in Organisationen. Das habe ich für eine andere Konferenz in kürzester Zeit einfach aus Zeitungen ein paar Tage mal durchgeblättert, und das sind die Schlagzeilen. Wir haben es heute auch gehört, Burnout, Resilienz etc., Riesenthema. Also ganz viele Leute sind nicht absolut glücklich dort, wo sie arbeiten. Und das zeigen auch Studien, rund 65%, also etwa 2/3 der Mitarbeitenden in Organisationen sind nicht voll engagiert. Stellen Sie sich das Potenzial vor, das hier brach liegt. Und wenn Sie es schaffen, als Organisation hier besser dazustehen, dann machen Sie eben den Unterschied.
wenn sie an dieses Potenzial kommen, das eben häufig brach liegt. Zwei Slides einfach, wo diese Daten zum Ausdruck kommen. Das wird jährlich erhoben von unabhängigen Institutionen und die kommen wirklich interessanterweise zu sehr, sehr ähnlichen Resultaten. Hier die berühmte Gallup-Studie. Jetzt hier für Deutschland, die machen das nicht jedes Jahr für die Schweiz, aber sie machen es weltweit. Deutschland ist sicher einigermaßen vergleichbar mit der Schweiz. Das hier das Resultat der Gallup-Studie, wo man einfach sieht, dass die Bindung zu Organisationen wirklich tief ist. Und das hat eine Folge auch aufs Engagement. Das ist auch die Aussage der Verfasser dieser Studie. Eine andere Organisation, Towers Watson, die eben auch solche Umfragen macht, jährlich kommt zu ganz, ganz, das ist interessant, ähnlichen Resultaten. Und was eben auch ja, interessant, aber auch traurig eigentlich ist, das ändert sich nicht über den Zeitablauf. Man kann da 10, 15 Jahre zurückgehen, das bewegt sich in Prozenten, die Veränderung, einmal etwas mehr rauf und runter, das bleibt praktisch gleich. Und ich verorte das eben dem Phänomen zu, dass wir einerseits eine Problemverschiebung haben für Organisationen. Oder es geht nicht mehr um die Beherrschung alleine von Effizienz. Das war die Herausforderung, das war die Problemstellung im Industriezeitalter. Und für diese Problemstellung wurde eben das traditionelle Organisationsdesign gemacht. Taylor und McKinsey, das ich Ihnen vorgestellt habe, das wir heute aber immer noch mehrheitlich im Einsatz haben. Das ist ein deterministisches Organisationsdesign, als Hintergrundmetapher eigentlich die Organisation als Maschine gedacht. Es ging ja auch um Maschinen, vor allem um Maschinenleistung. Und dieses Organisationsmodell, das hat absolut ihr Ziel erreicht, das möchte ich klar betonen. Die Produktivitätsfortschritte waren enorm über den Zeitverlauf. Also die Zielsetzung damals, die wurde durch diesen Lösungsvorschlag durchaus erreicht. In der Zwischenzeit haben wir aber eine Problemverschiebung. Das Hauptproblem von Organisationen ist nicht mehr einfach Effizienz und Produktivitätssteigerung, sondern heute muss man umgehen können mit Komplexität. Das ist eine völlig andere Anforderung. Ich würde nie sagen, Effizienz ist kein Thema mehr. Es ist eine Facette von Komplexität. Aber heute haben Sie mündige Kunden, Sie haben Mitarbeitende, die gut ausgebildet sind, die gefordert sein müssen. Sie haben Volatilität bei Preisen. All diese Themen, die auch über den Begriff VUCA adressiert werden. Ich verwende den sowieso als Synonym mit Komplexität. Also, das heißt, wir haben eine fundamentale Problemverschiebung. Das Problem ist einfach völlig anders geartet. Und völlig anders geartete Probleme brauchen auch anders geartete Lösungen. Und das haben wir nicht nachvollzogen. Wir versuchen immer noch, mit diesem Lösungsmodell ein anderes Problem zu lösen. Darum haben wir diese Probleme. Darum haben wir jetzt diese Agilitätsbestrebungen. Das sind neue Lösungen, die das direkt adressieren. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir das auch in der Gesamtorganisation hinkriegen. Also eine Lösungsverschiebung hin Richtung zu systemischem Organisationsdesign, Hintergrundmetapher als Idee eben Organisation als lebendiger Organismus. Lebende Systeme. Und dazu möchte ich Ihnen jetzt einen Lösungsvorschlag präsentieren, Beyond Budgeting. Es ist nicht der einzige Lösungsvorschlag für ein systemisches Organisationsdesign. Es gibt einige andere, wir werden am Schluss dann noch kurz so eine Übersicht sehen in Form einer Zeichnung. Beyond Budgeting, der Roundtable, die Forschungs- und Praktiker-Community, Beyond Budgeting Roundtable, die dieses Modell hervorgebracht hat, gibt es seit 1998, also seit 21 Jahren ungefähr, gleichzeitig entstanden wie das Agile Manifest, das aus dem Jahre 2001 stammt. Und als kleiner Vorgriff, ich gehe nicht mehr systematisch darauf ein, wenn Sie das Agile Manifest
mit den Grundwerten und Prinzipien vergleichen und die Philosophie von Beyond Budgeting und die Prinzipien von Beyond Budgeting. Beide übrigens haben je 12 Prinzipien, das Agile Manifest und auch Beyond Budgeting, völlig unabhängig voneinander entstanden. So ist es eine wirklich enorme Überschneidung, also im positivsten Sinne eine enorme Verwandtschaft. Agiles Manifest einfach von der Herkunft her stark auf IT, Softwareentwicklung vom Ursprung her ausgerichtet, Beyond Budgeting als gesamtorganisatorischer Rahmen, von der eigentlichen Herkunft her zuerst die Problematik der Budgets, aber als Gesamtlösung dann eben auch ein ganzheitliches Managementmodell, das ich Ihnen jetzt etwas näher vorstellen möchte. Und das Modell ist komplett aus der Praxis abgeleitet. Das ist nicht irgendeine theoretische Grundlagenforschung. Das hier sind Firmen, die quasi Pate standen zur Ableitung des Konzeptes und der Beyond-Budgeting-Prinzipien. Und wie sieht das jetzt aus im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben, also im digitalisierten, auch polarisierten Vergleich? Dazu möchte ich Ihnen Svenska Handelsbanken vorstellen, eine der vier schwedischen Großbanken, rund 12.000 Mitarbeitende und eine sehr, sehr erfolgreiche Bank auf verschiedene sogenannte Key Performance Indikatoren, nachhaltig erfolgreich. Sie haben Ihr Organisationsmodell 1970 geändert, also bald 50 Jahre. Und die Änderung, was Sie seit da machen, das nennen wir Beyond Budgeting. Es ist eine radikale Dezentralisierung, organisatorisch, und es sind hochadaptive Managementprozesse ohne Budgets. Und da möchte ich jetzt noch etwas detaillierter darauf eintreten. Das ist das Organigramm von Svenska Handelsbanken. That's it. So auch dargestellt in Ihrem Geschäftsbericht. Sie stellen sich eigentlich als Wertkette dar und alle Wertkettenstufen müssen einen Beitrag zu zufriedenen Kunden leisten. Das ist Ihr Führungsverständnis. Und es sind dann auch eigentlich diese vier Ebenen, die quasi die hierarchischen Ebenen darstellen. Aber vom Verständnis her geht es nicht um Hierarchie, sondern es geht um Beitrag, um Gestaltung der Organisation für einen zufriedenen Kunden. Der Kunde ist ja auch integriert quasi in Ihr Organisationsverständnis. Also die Organisation existiert nicht als Selbstzweck oder zugunsten des CEOs, der zu oberst ist, sondern die existiert einzig und allein für die Kunden und muss auf die Kunden ausgerichtet sein. Sehr, sehr flach. Oder? Vier Ebenen auf 12.000 Mitarbeitende gibt eine enorm hohe, breite Führungsspanne. Das heißt, die Führungsleute, die müssen ihren Mitarbeitern vertrauen. Micromanagement ist bei einer solch breiten Führungsspanne einfach nicht möglich. Und sie wollen denen auch vertrauen. Sie haben das Gefühl, sie haben die richtigen Leute. Es geht bei diesem Ansatz, es ist eher ein Coaching-Ansatz. Es geht darum, Rahmenbedingungen zu gestalten, der Führung zugunsten der Leute, damit die möglichst einen guten Job machen können zugunsten von hochzufriedenen und auch begeisterten Mitarbeitern. Das gibt es im Bankgeschäft. Rahmenbedingungen, das heißt beispielsweise, die haben hervorragende Informationssysteme. Die legen enormen Wert auf Transparenz und stellen das organisationsweit zur Verfügung. Die haben keine hierarchisch eingeschränkten Informationszugriffe, außer das hat mit Compliance-Anforderungen zu tun. Und sonst sagen sie, jeder weiß am besten, was er für Informationen braucht, warum sollen wir das zentral steuern? Aber die Informationen sind tagesaktuell, die wissen immer, wo sie stehen. Gestaltung von Rahmenbedingungen. Sie verstehen sich als soziale Architekten.
Die Führung hat die Aufgabe, eben das System weiterzuentwickeln, die Kultur auch weiter zu kultivieren. Sie sind in enormem Kontakt auch wirklich mit den Leuten. Der CEO ist mindestens das halbe Jahr seiner Arbeitszeit ist er wirklich unterwegs, im Kontakt mit den Filialen, mit den Leuten, mit den Regionalvertretern etc. Und dann geht es darum, dass er Fragen stellt, dass er sie herausfordert, aber nicht die Antworten gibt. Servant Leadership, dienende Führung und nicht als Gegensatz heroische Führung, also ich bin zu oberst, weil ich am meisten weiß und darum entscheide ich auch alles. Also Entscheidungskompetenz, das gesamte operative Geschäft ist in den Filialen. Also sehr, sehr dezentral, enorm hohe Entscheidungsautonomie beim Kundenberater. Und damit sind sie auch schnell. Die entscheiden sehr, sehr schnell. Das ist auch ein riesen Kundenvorteil, weil der Kunde sehr schnell eine Antwort hat, ob er einen Kredit kriegt oder nicht. Also das ganz kurz in a nutshell, so Ihr Führungsverständnis, Ihre Führungsphilosophie. Und das führt bei Ihnen auch zu einer hohen Kundenzufriedenheit. Das ist extern gemessen von einem schwedischen Institut. Und man sieht, dass Sie höher sind bei ihrer Kundenzufriedenheit als ihre direkten Mitbewerber. Das kann man auch nachsehen im Geschäftsbericht, im aktuellen Geschäftsbericht von Svenska Handelsbanken. Damit möchte ich überschwenken zu den Managementprozessen. Also wie steuern die? Wie setzen die Ziele? Wie planen sie? Wie kontrollieren sie? Wie honorieren sie? Das möchte ich ganz kurz anhand Ihrer obersten finanziellen Zielsetzung verargumentieren. Sie haben auch andere Zielsetzungen, aber die Methodik, das Konzept aufzeigen, eignet sich durchaus Ihre finanziellen Überlegungen. Das oberste finanzielle Ziel, das Sie haben bei Svenska Handelsbanken, ist, die höhere Eigenkapitalrendite zu erwirtschaften, Jahr für Jahr für Jahr, als der Durchschnitt Ihrer direkten Mitbewerber. Das tönt ja nach einer banalen Zielsetzung. Aber was ist daran anders als klassische herkömmliche Zielsetzung? Wie würde eine traditionelle Zielsetzung lauten beim Return on Equity, bei der Eigenkapitalrendite? Ja, als letztes Jahr. Beispielsweise möglicherweise mehr als letztes Jahr? Ja. Größer X. Größer X. Genau, ein Prozentsatz. Und das ist das, was auch passiert in Geschäftsleitungen. Während dem Budgetierungsprozess geht das von ja, 12,5% zu 9,5%, top-down, bottom-up. Ständige Diskussion, wie hoch jetzt die genaue Zielsetzung sein soll. Und die haben eben ein relatives Ziel, relativ zur Konkurrenz. Das ist eigentlich banal, aber es ist auch völlig anders als klassische Zielsetzungen. Und die haben ihr Ziel seit 49 Jahren nicht mehr geändert. Das ist ja extrem statisch eigentlich. Und nicht agil. Der Trick ist, dass dieses Ziel selbst adjustierend ist. Das ist eine dynamische Zielsetzung. Sie verändert sich immer im Vergleich zur Konkurrenz. Und ist ein Maßstab, ob ich konkurrenzfähig bin. Und mit einer solchen Zielsetzung können Sie keine Budgets erstellen. Es geht logisch nicht. Man weiß ja nicht genau, was die Konkurrenz am Ende des Jahres gemacht hat. Und darum hat diese Bank auch keine Budgets. Die budgetieren nicht. Und da muss ich einem Missverständnis Vorbeuge leisten. Das heißt nicht, dass bei Beyond Budgeting nicht geplant werden kann. Häufig wird Beyond Budgeting verstanden als Abschaffung der Planung. Das ist nicht der Fall. Es geht um eine anders geartete Planung. Budgetierung ist nur eine Form von Planung. Was häufig gemacht wird, ist, dass man rollierend plant. Rollierend beispielsweise jedes Quartal immer auf die nächsten 5 Quartale. So hat man eigentlich den Scheinwerfer immer etwa gleich lang vor sich. Beim Budget ist es so, dass im Dezember ist noch genau eine Monatsscheibe vor sich und dann Ende Dezember und Anfang Januar beginnt die Welt von neuem.
Und die haben den Scheinwerfer immer rund ein Jahr vor sich. Und die Planung ist ein Koordinationsinstrument der Aktivitäten. Also vor allem es geht um konkrete Aktivitäten, selbstverständlich natürlich auch um die Finanzen im Griff zu halten, Liquidität etc. Also Planung absolut ein Thema. Aber die Planzahlen sind nicht die Zielzahlen. Also es wird nicht die Plan erfüllt, es ist nicht so, dass die Planerfüllung geprüft wird. Es ist ein Koordinationsinstrument. Also die haben keine Soll-Ist-Abweichungen. Die haben keine monatlichen Budget-Ist-Abweichungen, das gibt es nicht. Sie schauen einfach in die Zukunft. Weil die Budgetzahlen eben nicht die Zielzahlen sind. Die Zielzahl ist das relative Ziel zur Konkurrenz. Also die entkoppeln Plan und Ziel. Budgets, und ich komme noch kurz darauf zu sprechen, ist eine problematische Kopplung von Plan und Ziel. Und darum haben wir auch diese Probleme mit Budgets. Und die entkoppeln das. Und wenn sie ihr Ziel erreicht haben, dann gibt es Erfolgsbeteiligung für alle. Also es gibt keine Incentivierung, es gibt keine, sie verwenden auch das Wort Bonus nicht innerhalb von 20 Handelsbanken. Sondern wenn Sie Ihr relativ gesetztes Ziel, finanzielles Ziel erreicht haben, gibt es Erfolgsbeteiligung für alle. Für alle gleich viel in Kronen, vom CEO bis zum Kundenberater. Das ist ein Dankeschön, dass man gemeinsam erfolgreich war und das Ziel erreicht hat. Geld wird nicht direkt ausbezahlt, sondern geht in einen Fonds, der wiederum zu rund 10% am Eigenkapital von Svenska Handelsbanken beteiligt ist. Über diesen Mechanismus ist jeder Mitarbeitende auch Inhaber von dort, wo er arbeitet. Das schafft wiederum Identifikation. Ausbezahlt wird es bei Pensionierung oder wenn man die Firma verlässt. Das ist kein Retention-Tool. Und damit ist das Thema, das ständige Thema, oder haben wir die richtigen Incentive-Systeme, sind die fair, müssen sie nicht höher sein, Dauerthema, habe ich selbst erlebt als Finanzchef, das ist weg, das ist vom Tisch, das Thema Geld ist weit weg. Also das sind so die Steuerungsmechanismen, werden Ziele gesetzt, wie wird geplant, wie wird kontrolliert, eben anhand der relativen Ziele und wie wird auch honoriert, Managementprozesse. Und das führt bei dieser Bank zu niedrigen operativen Kosten. Und das wird wiederum, ich gehe eine Folie weiter, das wird wiederum extern gemessen. Die Deutsche Bank führt eine jährliche Umfrage durch bei den, glaube ich, 40 größten Banken in Europa. Wie sieht die Cost-Income-Ratio aus? Das ist ein ganz wichtiger Banken-Performance-Indikator, Maß für Wirtschaftlichkeit, auch für Effizienz, das Verhältnis von Kosten zu Erträgen. Und Svenska Handelsbank schneidet auch hier sehr, sehr gut ab im Vergleich eben zu Banken, ich glaube, sie ist zu den 40 größten Banken in Europa. Hier sieht man, dass die Zahlenreihe bis 2002 zurückgeht, ebenfalls wiederum publiziert im Geschäftsbericht. Und es geht noch viel weiter zurück. Ich meine, es geht zurück bis Mitte 70er Jahre. Dass sie eigentlich in Folge eine tiefere Cost-Income-Ratio erwirtschaftet haben als eben andere Großbanken. Ich möchte noch kurz auf diese Folie hier zu sprechen kommen. Das ist eben die systematische Darstellung eben der Doppelnatur von Budgets, die ich wirklich für sehr, sehr problematisch halte und meiner Meinung nach verantwortlich ist für die heutigen Probleme, die wir mit Budgets haben. Budgets stellen eben in einer Zahl Plan und gleichzeitig Ziel dar. Ist eine Planzahl, aber ist auch eine Zielzahl. Und wo im normalen Leben ist der Plan sein eigenes Ziel?
Plan und Ziel haben natürlich einen Zusammenhang. Der Plan ist ein Instrument oder ein Mittel zur Zielerreichung, aber es ist nicht dasselbe. Und mit Budgets machen wir aber genau das, dass wir das zu einer Identität machen und das stiftet Probleme. In stabilen Zeiten funktioniert das. Und Industriezeitalter war stabil. Nachfrageüberhang. Und darum hat diese Lösung dort als Ausnahme funktioniert. Als Ausnahme. Und wir ziehen sie jetzt weiter ins Normale, weil normal ist, dass wir mit Komplexität zu tun haben. Und in Nicht-Ausnahmesituationen gibt es Probleme, wenn man Plan und Ziel in einer Zahl koppelt. Und darum auch meine Ausgangsthese hier quasi anders verargumentiert, warum Budgets dem Zweck von Organisationen im Wege stehen. Da sind konzeptionelle Probleme eingebaut mit dieser Plan-Ziel-Kopplung. Das heißt, entkoppeln von Plan und Ziel, eben Klarheit schaffen. Und ein Beispiel dazu ist Svenska Handelsbanken, mit relativen Zielen gesetzt zur Konkurrenz und einer rollierenden Planung, wo sie versuchen, über ihre Steuerung der Aktivitäten dieses Ziel zu erreichen. Sie wissen aber erst am Ende des Jahres, ob sie das Ziel erreicht haben. Das wissen sie tatsächlich erst am Ende des Jahres. Und hier, glaube ich, greift durchaus auch ein Sportvergleich. Das ist wirklich ähnlich wie im Sport. Da weiß man erst am Ende des Rennens, ob man gewonnen hat. Das muss man aushalten können. Trotzdem mache ich natürlich Trainingspläne und versuche, meine Leistung zu optimieren. Aber ich kann doch als Beat Feuz nicht sagen, ich gewinne das Lauberhorn 2020 mit der Zeit von 2 Minuten 01. Wenn der Svindal, der hat zwar aufgehört, oder? Wenn der ins 1,99 oder 1,59 runterfährt, dann hat der Feuz einfach nicht gewonnen. Da kann er das noch so planen, wie er will, die Zeit. Aber das ist der Vergleich. Also ist mir wirklich wichtig, da diese konzeptionelle Überlegung Ihnen näher zu bringen, entkoppeln von Plan und Ziel, damit Unternehmen ihren Zweck erreichen können. To create a customer. Ja, wie sieht jetzt dieses Konzept, dieses Beyond Budgeting Konzept, das ich Ihnen quasi in Prosa anhand von Svenska Handelsbanken etwas versucht habe näher zu bringen, wie sieht das in der grafischen Gegenüberstellung aus im Vergleich zum traditionellen Konzept? Auf der Führung- und Organisationsebene eben wirklich viel, viel flacher, dezentralisierter, netzwerkartig, teamorientiert, also es geht um Dezentralisierung von Entscheidungen. Das ist ein Paradigmenwechsel Richtung Empowerment, also es ist Ermächtigung der Leute, die kriegen eben mehr Autonomie, Selbstbestimmung, haben wir gesehen, als wichtige Voraussetzung, um an die grünen Fähigkeiten heranzukommen. Und das muss einhergehen natürlich mit einem veränderten Führungsverständnis. Ich kann nicht mehr quasi Command and Control führen, wenn ich die Leute empowern. Da geht es darum, eben auch das Führungsverständnis zu überdenken und man kann es benennen mit Servant Leadership, also das Gestalten der Rahmenbedingungen für die Organisation. Und bei den Managementprozessen ein Übergang von diesen fixierten Leistungsverträgen, Budgets, hin zu relativen Zielen mit dynamischer Selbststeuerung, rollierender Planung, um eben die Komplexität und Dynamik auch bei den Steuerungsprozessen in der Organisation drin zu absorbieren. Und da gehe ich jetzt nicht im Detail darauf ein, das sind die 12 Beyond Budgeting Prinzipien. Also wir haben bei der Führung und Organisation 6 Prinzipien, die das noch etwas konkretisieren.
diese Dezentralisierung und Servant Leadership. Und wir haben bei den Managementprozessen ebenfalls 6 Prinzipien. Und ja, da ist es wirklich sehr, sehr spannend, das mal zu vergleichen mit den 12 Prinzipien des Agilen Manifestes. Also das mache ich im Unterricht und das sind spannende Diskussionen. Und es gibt Unterschiede, klar, aber von der Philosophie her gibt es eine wahnsinnig interessante eben Überschneidung und Verwandtschaft. Und das hier ist eben diese Übersichtskarte, die gefällt mir sehr, sehr gut. Die wurde publiziert im Harvard Business Manager von, ich glaube, es ist ein österreichisches Beratungsunternehmen. Diese Karte von Nowland ganz unten, ich weiß nicht, ob man das hinten sieht, unten ist Nowland. Das heißt, die heutige Zeit, jetzt wo wir drin sind, eben noch häufig eben das traditionelle Managementmodell. Und es geht eben um diesen Übergang nach Nextland. Und Nextland bedeutet eben agile Konzepte, Lean spielt rein etc. Und es sind dann eben diese Konzepte und Methoden hier auch in diesem Nextland angeordnet und die sind natürlich alle absolut verwandt miteinander. Und von daher sind das gute Ansatzpunkte auch zum Überlegen, wie kann man das kombinieren. Man sieht das agile Manifest, sind einige Unternehmensbeispiele aufgeführt, Holacracy ist drauf, Extreme Programming, hier von der IT her, hier, das habe ich erwähnt, Holacracy und hat mir natürlich auch gefallen, Beyond Budgeting als Konzept mit einigen Beispielunternehmen, Svenska Handelsbanken hier ist auch erwähnt und einige mehr, einige andere Konzepte, einfach das, was man heute quasi unter dem Begriff agile Methoden etwas subsumiert. Also, es gibt nicht die eine einzig richtige Methode, es gibt eine Methodenvielfalt, die sind verwandt miteinander, die haben eine ähnliche oder gleiche Philosophie und ich finde, es macht sehr viel Sinn, sich damit auseinanderzusetzen und dann maßgeschneiderte Lösungen für die eigene Organisation zu suchen. Und jetzt kommt noch der Dave dran, der ein Flight Attendant von Southwest Airlines. Da möchte ich Ihnen quasi zum Abschluss nochmals ein Video vorspielen. Bevor ich das zeige, noch ein paar Worte zu Southwest Airlines. Wir zählen Southwest Airlines vom Beyond Budgeting Roundtable ebenso zu den Beyond Budgeting Unternehmen, von denen wir eben das Konzept abgeleitet haben. Southwest Airline ist eine amerikanische Airline. Wer ist schon geflogen mit Southwest Airline? Ah, doch, einige. Ja, interessant. Hatte ich jetzt noch nie. Das, ja, doch. Eine Handvoll oder etwas mehr damit geflogen sind. Es ist eine spannende Firma mit Blick auf ihre Strategie. Weil es war der erste Low-Cost-Carrier der Welt. Also Southwest Airline ist der Erfinder des Billigfluggeschäftes. Und EasyJet und diejenigen in Europa, das sind quasi die Kopien davon. Also Southwest Airline hat eigentlich, das sagt auch deren Begründer, hat Amerika in die Luft gebracht. In den 70er Jahren. Bevor Southwest Airline existiert hat, anfangs der 70er Jahre, waren etwa 15% der Leute, die mal geflogen sind in Amerika. Und dann praktisch nur für Geschäftsreisen. Und 6 oder 7 Jahre, nachdem Southwest Airline als Firma, als Airline auf den Plan getreten ist, waren es, glaube ich, 85%. Und wie es heute ist, wissen wir. Also hat sicher hier ganz viel dazu beigetragen, die Flugmobilitätsbarrieren herunterzuschrauben, damit auch der Normalbürger zu bezahlbaren Preisen fliegen kann. Wir müssen uns jetzt wirklich in die 70er Jahre zurückversetzen, wo diese Umweltthemen etc. Noch nicht diese Rolle gespielt haben, sondern es war ein Mobilitätsfortschritt. Ähnlich wie Ford mit seinem Model T. Noch früher, oder? Beim Auto, wo sich die Leute das erste Mal eben Mobilität in Form von Autos kaufen konnten, zu Preisen, die sie bezahlen konnten.
Also sehr, sehr interessante Parallelen. Also einerseits strategisch, andererseits eben auch führung- und organisationsmäßig. Wirklich sehr, sehr interessant aufgestellt von der Philosophie her, eben des Begründers Herb Kelleher. Und das ist tief in der Kultur verankert, wie eigentlich bei all diesen Organisationen ist das tief, tief in der Kultur drin, quasi in der DNA. Southwest Airlines ist die einzig nachhaltig profitable Airline von Amerika. Fluggeschäft ist enorm schwierig, es ist eines der Geschäfte mit den tiefsten Renditen und sie haben stabil hohe Renditen. Und was ich Ihnen jetzt einfach zeigen will, ist wirklich an der Kundenfront, wie sieht diese Interaktion aus der Leute? Und die Frage, wird da der Zweck irgendwo, to create a customer oder für die Kunden da zu sein, kann man den hier irgendwo sehen? Good evening, folks. Welcome aboard Southwest Airlines Flight 372, service to Oklahoma City. Those of you that have flown us before know that we do things a little bit differently here on Southwest. Some of us tell jokes, some of us sing, some of us just stand there and look beautiful. I, unfortunately, can do none of those. So here's the one thing that I do know how to do. We're going to shake things up a little bit. I need a little audience participation. Otherwise, this is not going to go over well at all. So here's what I need, especially you guys in the front, because you know what's coming. All right, I need a beat, all right? All I need you to do is stomp and clap, and I'm going to do the rest, because I've had five flights today, and I just cannot do the regular boring announcement again. Otherwise, I'm going to put myself to sleep. So you guys with me? All right. So give me a stomp, clap, stomp, clap. Come on, stomp, clap, stomp. Claps, they don't beat there. There you go. Keep that going. This is Flight 372 on SWA. The flight attendants on board serving you today. Teresa in the middle, David in the back. My name is David and I'm here to tell you that. Shortly after takeoff, first things first, there's soft drinks and coffee to quench your thirst. But if you want another kind of drink, then just holler. Alcoholic beverages will be $4. If a Monster energy drink is your plan, that'll be $3 and you get the whole can. We won't take your cash, you gotta pay with plastic. If you have a coupon, then that's fantastic. We know you're ready to get to new places. Open up the bins, put away your suitcases. Carry on items, go under the seat in front of you so none of you have things by your feet. If you have a seat on a roll with an exit, we're gonna talk to you, so you might as well expect it. You gotta help evacuate in case we need you. If you don't want to, then we're gonna reseat you. Before we leave, our advice is put away your electronic devices. Fasten your seatbelt, then put your trays up. Press the button to make the seat back raise up. Sit back, relax, have a good time. It's almost time to go, so I'm done with the rhyme. Thank you for the fact that I wasn't ignored. This is Southwest Airlines. Welcome aboard. Thank you very much for my B. I appreciate that. You will not get that on United Airlines, I guarantee. Okay, Dave? Ja. Ich finde es bezeichnend, dass diese Airline Low-Cost Carrier ein todlangweiliges Board-Announcement, wo niemand mehr herschaut, in eine positive Kundeninteraktion ummodelliert. In der absoluten Autonomie des Flight Attendants. Das machen nicht einfach alle so, das ist kein Programm bei Southwest Airlines, sondern das sind die Leute, die natürlich die Regeln einhalten müssen, Compliance ist klar, aber die Freude an ihrem Job haben und ihre Arbeit so gestalten, dass sie sich dabei finden und den Zweck der Organisation erfüllen können. Was denken Sie, ist Dave dafür abgemahnt worden? Hoffentlich nicht. Nein, das ist eben wirklich in der Kultur von Southwest Airlines. Dave hat an der nächsten Generalversammlung von Southwest Airlines den Finanzbericht vorgerappt. So ticken die. Okay, und damit möchte ich abschließen.
im Hintergrund dieses Zitat von George Bernard Shaw. Kleine Klammerbemerkung noch beim Abschluss. George Bernard Shaw ist der einzige Mensch auf der Welt, der es bis jetzt geschafft hat, den Nobelpreis zu kriegen und einen Oscar. Irischer Schriftsteller. Ich glaube, dass man nicht umhin kommt, wenn man agile Organisationen haben will, dass man auch Budgets und Budgetierung hinterfragt. Ich sage nicht, Beyond Budgeting sei die einzige Lösung, aber ich glaube nicht daran, dass mit Budgets wirklich nachhaltig agile Organisationen hervorgebracht werden können. Budgets sind eine Kontrollillusion. Verabschieden Sie sich von dieser Kontrollillusion. Versuchen Sie, in Experimente reinzugehen, Experimentlogik eben sich anzuziehen. Das ist eine andere Logik als Projektlogik. Projekte müssen erfolgreich sein, weil man das Endresultat projizieren kann. Vom Start des Projektes ans Ende projizieren kann. Man ist verdammt zum Erfolg und sonst hat man ein Problem. Experimentierlogik ist eine andere Denke. Da geht es ums Ausprobieren. Hypothesen testen und es kann eigentlich gar nicht fehlschlagen. Man hat immer einen Erkenntnisgewinn. Und wenn Sie in diese Richtung gehen und denken möchten, verbünden Sie sich intern, suchen Sie Verbündete und auch extern. So würde es mich beispielsweise natürlich freuen, wenn Sie sich in der Beyond Budgeting Roundtable Community einbringen würden oder ganz viele andere Communities, die da wirklich einen hervorragenden Job machen. Es braucht diesen Austausch, übrigens auch unter den Communities selbst. Damit bin ich am Schluss. Beginnen Sie bei sich selbst, warten Sie nicht, gehen Sie in die Aktion. Dankeschön. Danke dir. Franz Rösli, danke dir für die Einblicke und die Fakten, die uns auch nicht bewusst waren, von George Bernard Shaw. Wunderbar. Gibt's Fragen? Wir haben genügend Zeit für Fragen. Wunderbar. Ich komme mit dem Mikrofon vorbei, dass man entsprechend euch auch im Livestream hört. Ich habe gelernt, dass jetzt Beyond Budgeting mehr als nur Finanzen sind. Du hast vorhin gesagt, du warst selber Finanzchef. Was ist die Reaktion, wenn du bei deinen ehemaligen Peers oder wenn du bei anderen Firmen das vorstellst? Ganz wichtige Bemerkung, ich danke für die. Beyond Budgeting ist tatsächlich einfach nicht einfach ein Finanzkonzept, sondern ein Führung- und Organisationsmodell. Und da sind noch viele Missverständnisse da. Und das nochmals zu betonen, finde ich sehr, sehr wertvoll. Die Reaktionen sind sehr, sehr unterschiedlich. Also es gibt Finanzleute, die sind der absoluten Überzeugung, es kann nur so funktionieren. Also wie es bis jetzt funktioniert, traditionell. Und die verlassen das nicht. Die sehen sich gefährdet, das habe ich persönlich schon viel erlebt. Die sehen also wirklich auch Ängste, oder, dass sie ihre Legitimation verlieren. Ich kann das nachvollziehen, nur es stimmt nicht. Ich kann es emotional nachvollziehen, es stimmt nicht. Oder? Es gibt ganz viele Organisationen, die in diese Richtung gegangen sind, wo mir die Controller und die Finanzchefs sagen, ihr Job sei interessanter geworden. Weil sie jetzt wirklich die Geschäftspartner sind der Linie und nicht mehr einfach die Datenlieferanten. Also geteilte Reaktion, teilweise ängstlich, Legitimationsverlust. Und es gibt aber, und es steigt. Es steigt, es gibt immer mehr offenere Leute, offene Finanzpersonen, die aktiv auf uns zukommen und sich einbringen wollen und nach Lösungen suchen, wie kann man diese Probleme der Budgetierung, weil die leiden auch unter diesen Problemen. Auch die Finanzleute, nicht nur die Linie, oder? Wie kann man das besser lösen? Einmal rüber auf die andere Seite. Bitte schön. Mein Name ist Peter Marines.
Der Begriff Beyond Budgeting ist ja schon ein etwas älterer Begriff. So. Und was soll ich tun oder was kann ich tun, wenn ich bei unserem Finanzchef mit diesem Begriff komme, ihm klappen die Ohren zu, was kann ich tun, damit er sie wieder aufsperrt und dennoch zuhört? Ja, der Begriff ist schon älter und teils Finanzleute eben Abwehrhaltung, das war ja eine Anschlussfrage fast, oder? Und ja, ich gebe ab und zu den Rat, also ich würde beispielsweise so eine Initiative würde ich nie empfehlen, die als Beyond Budgeting Projekt zu benennen, weil der Name ist tatsächlich auch etwas misleading, weil er zu eng gewählt ist. Also meine Empfehlung ist es nie bei Beratungsprojekten, das Projekt als Beyond Budgeting Projekt zu benennen, weil der Name vielleicht interessant ist, aber semantisch eigentlich eher problematisch. Es hat mit der Geschichte zu tun. Jetzt bei Finanzchefs, was ich merke, ist, dass das Thema Entkopplung von Plan und Ziel, das ist eine relativ rationale Angelegenheit, oder? Dass auf das gesprungen wird. Weil das wird, das ist man sich nicht bewusst, weil es einfach immer schon so war, wie wir es machen. Aber wenn man das auf eine rationale Art und Weise aufzeigt, dann springen Finanzchefs häufig darauf an, weil, weil die Logik für sie absolut nachvollziehbar ist und sie dann auch finden, ja, das stimmt, das ist ein Problem, das müsste man anders anpacken. Also da würde ich wirklich über diese konzeptionelle Schiene fahren, mehr auf der rationalen Seite. Ja. Mein Name ist Daniel Kühni. Ich habe immer wieder zu tun mit Bundes- und bundesnahen Betrieben. Und wenn du da uns den Tipp gibst, bei uns selber zu beginnen, hätte ich da eine Anregung und auch eine Frage dazu. Bei Bundesbetrieben, wenn wir dort von Experimentieren sprechen und von ohne Budget unterwegs zu sein zum Beispiel, dann geht es ja letztendlich um Steuergelder, also unsere alle Gelder. Wie kann man das argumentieren, dass es uns dann trotzdem noch wohl ist dabei? Also Experimente sollen in einem Rahmen gemacht werden, wo wenn das Experiment nicht so rauskommt, wie man die Hypothese formuliert, dass das nicht der Gesamtorganisation, in welchem Kontext jetzt auch immer, quasi zu größerem Schaden führt. Also man muss die Experimente so designen, dass wenn die Hypothese nicht, zum Resultat führt, dass dann nicht das Fiasko ausbricht. Also den Rahmen genug klein setzen, damit man Erfahrungen sammeln kann, allenfalls anpassen kann und wenn es funktioniert, das Experiment ausdehnen kann in größere Einheiten, in andere Einheiten etc. Also ist ganz ein wichtiger Punkt, oder? Das Design der Experimente, es darf nicht die Organisation gefährden. Aber wenn die Hypothese bestätigt werden kann, dann ist ein Potenzial für Steuersenkung. Das heißt, abwägen zwischen Kosten, Risiken einerseits und Nutzen andererseits ist das, was du entsprechend empfiehlst. Ganz viele Fragen heute Morgen, wunderbar. Manuel Müller, ja genau. Kleine Provokation, das Modell ist ein Misserfolg, weil es hat sich nicht durchgesetzt. Was muss bei einem Unternehmen getriggert werden, damit Beyond Budgeting eine Chance hat? Also ich möchte natürlich jetzt eine Antwort geben, dass das Modell ein Misserfolg ist, weil es sich nicht durchgesetzt hat. Also was Faktum ist, es gibt nach wie vor nicht viele Organisationen, die ich als Beyond Budgeting Organisation bezeichnen würde. Völlig einverstanden. Für mich ist die Folge daraus nicht, oder die Schlussfolgerung nicht, dass es nicht ein, dass es ein Misserfolg ist, sondern die Organisationen, die wir beobachten, die wir als Beyond Budgeting Organisation bezeichnen, die sind sehr erfolgreich unterwegs. Von daher ist es in jeder Organisation freigestellt, ob sie sowas anwenden will oder nicht.
Also ich erachte es auch nicht als meine Verantwortung. Ich bin gerne bereit zu helfen, aber ich habe es mir nicht auf die Fahne geschrieben, dass ich die Welt retten kann oder so, sondern das ist die unternehmerische Freiheit. Jetzt, was kann getan werden? Community Building, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr wertvoll. Das sehe ich bei uns. Wir treffen uns zweimal im Jahr und da passiert ein Austausch. Da entstehen wirklich auch Nukleusse in Organisationen, die auf diesen Weg gehen. Also wirklich das Zusammenkommen, sich austauschen etc. Und was ich deutlich merke, ist immer noch auf tiefem Niveau, aber ein sehr deutlicher Anstieg wieder seit Frederik Lalous Buch, seit Agil auch in gesamtorganisatorischen Kontexten viel, viel seriöser, sage ich jetzt mal, also mit viel mehr Ernsthaftigkeit wirklich was zu tun betrieben wird, ist das Interesse massiv wieder gestiegen. Weil meiner Meinung nach ist Beyond Budgeting einer der Pioniere bei agilem Management. Darum passt das auch so sehr gut zusammen. Vielleicht war einfach, und das ist jetzt wirklich ein Kompliment an die Begründer, ich bin nicht ein Begründer, ich habe das Konzept auch nicht mitentwickelt, ich bin jetzt einfach im Kernteam, man kann auch der Zeit voraus sein. Manchmal braucht es Zeit, bis etwas reifen kann, damit es auch sich verankern kann, breitflächiger. Wir haben das in der Schweiz schon gesehen mit Systemen wie AHV etc., das über sehr lange Zeit abgeschmettert wurde, jetzt beim Volk beispielsweise, und heute ist es nicht mehr wegzudenken. Darf ich hier kurz mit einer Folgefrage einhaken? Offensichtlich gibt es ja den Begriff, der teilweise negativ konnotiert ist. Das haben wir jetzt mehrfach gehört. Mhm. Müsste man von dem Begriff, der negativ konnotiert ist, weil das Modell nicht so umgesetzt wurde, wie es hätte umgesetzt werden müssen, muss man von dem Begriff wegkommen, um dem effektiven Modell eine Chance zu geben? Frage mich. Ja. Also das ist Dauerthema bei uns im Kernteam. Dauerthema. Und es sind zwei Flügel. Die einen wollen wechseln und die anderen nicht. Ich darf mich outen, ich möchte wechseln. Und wir haben bis jetzt den Mut nicht gehabt, einen anderen Namen zu finden. Die Argumentation ist, es muss einer sein, der wirklich gut ist, wir können nicht in zwei Jahren wieder ändern. Weil er hat schon auch seine positiven Seiten, oder? Es ist ein wirklich ganz schwieriges Thema, das du hier antippst. Also, wenn ihr Ideen habt, bitte melden. Also ich habe das Thema angetippt, weil das offensichtlich aufgrund der Fragen, die jetzt aus dem Publikum kommen, ein legitimes Anliegen zu sein scheint, weil da ein Gap besteht. Gibt es weitere Fragen? Mir hat das Beispiel von der Svenska Handelsbanken sehr gut gefallen, aber wenn man sieht, die haben zwar mit diesem Wertschöpfungsprozess, den du erwähnt hast, die Hierarchiestufe rausgenommen, aber ein Wertschöpfungsprozess ist ja immer noch ein lineares Gebilde, der ist starr, der ist nicht flexibel, der ist nicht agil. Sollten wir nicht langsam von Wertschöpfungsnetzwerken, von Wertschöpfungskonstellationen sprechen, so wie wir das sehen in Ökosystemen, die jetzt im Aufbau oder schon da sind und am Entstehen sind, in, ich sage jetzt mal, in China mit Alibaba und Tencent? Absolut einfach. Es ist eine Darstellungsfrage auch etwas, oder? Sie verstehen sich als Netzwerk von Filialen. Das ist aber Ihre offizielle Darstellung, geschäftsführend. Sie wollte einfach die bringen. Aber Ihre Philosophie ist, dass Sie, das sind ja hochautonome Filialen. Und das Gerüst vorgelagert, oder? Das soll einfach die Rahmenbedingungen gestalten für diese Autonomie der Filialen. Also ja, völlig einverstanden, kann eine statische... kann etwas Statisches suggerieren, das ich aber in der Realität bei denen genau eben nicht so vorfinde. Aber ich werde das erwähnen. Ich hab wirklich das Glück, dass ich einige Leute von Svenska Handelsbanken kenne. Ich bringe das auf. Gut, die nächste Frage. Könnte ein CEO wie zum Beispiel Sergio Ermotti mit diesem neuen Modell seinen Lohn noch rechtfertigen? Wunderschöne Frage. Eine wunderschöne Frage. Also, auch schwierige Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also, das entspricht nicht der Philosophie, die auch hinter diesem Modell steckt.
diese Löhne, die heute noch bei den Schweizer Grossbanken auch gezahlt werden, also vor allem, es geht mir jetzt um den variablen Teil. Das trifft auf Svenska Handelsbanken wirklich absolut nichts. Ich meine, die verdienen gutes Geld. Die nagen nicht am Hungertuch, oder? Auch der CEO nicht. Aber der CEO hat ganz sicher kein Salär in den Dimensionen wie unsere beiden CEOs der beiden Grossbanken. Das hat er nicht. Also das ist von der Philosophie her, würde ich sagen, ginge das nicht. Also vielleicht noch ein Nachtrag. Es ist ja nach wie vor auch so, und das hat einen Zusammenhang, dass bei den schweizerischen Grossbanken dieses Forced Ranking im Einsatz ist. Also ich muss die Leute bewerten, dass 10% ungenügend sind. Und es darf dann 10% Outperformer haben, also gaussische Normalverteilung. Und das ist dann auch Grundlage für Individualincentives, oder? Also ein sehr, sehr aggressives System eigentlich. Das kennen die schlichtweg nicht. Die haben keine Einzelanreizung. Also ich will nur noch mal diese Philosophie auch betonen, oder? Das passt einfach nicht zusammen. Gut, zweitletzte Frage hier hinten. Ich würde nochmal auf das Namensthema zurückgehen. Du sagtest vorhin, ihr habt überlegt, oder wart ja nicht mutig genug, einen anderen Namen zu finden. Gleichzeitig kenne ich schon aus letzter Zeit sehr viele Publikationen aus dem Beyond-Budgeting-Kreis, die inzwischen den Namen Beta-Codex verwenden. Und genau mit, wo die Leute gesagt haben, wir ändern das. Also zum Beispiel Nils Pflegigen verwendet inzwischen überall diesen Begriff. Und ihr sagt gleichzeitig, wir haben den neuen Begriff noch nicht gefunden. Wie passt das zusammen, wenn jetzt überall Beyond Budgeting als Beta-Codex umgelabelt wird? Ja, ich spreche jetzt vom Beyond Budgeting Roundtable. Die Community, die du erwähnt hast, von der haben wir uns getrennt. Falscher Begriff. Gut, geht es um die Begrifflichkeit oder gibt es noch eine inhaltliche Abgrenzung, die du machen möchtest? Ja. Beta-Codex geht teilweise in eine Richtung, die wir nicht mehr vertreten würden. Beispielsweise, dass Planung nicht, also Planung per se schlecht ist, dass das Planung nicht braucht. Das teilen wir nicht. Also da auch die inhaltliche Abgrenzung, dass wir nicht nur vom Begriff her die Unterschiede sehen, sondern auch da. Gibt es eine abschließende Frage oder einen provokativen Input? Wir gehen einmal noch in die Mitte, sehr, sehr gerne. Gerne auch wieder mit Namen, dass wir wissen, wer du bist und dich auch wiederfinden in der Pause, falls nötig. Ich bin Dieter Schmutz. Man hört dich, alles gut. Mit provokativ kann ich wahrscheinlich nicht dienen, aber ich wollte fragen, der Begriff Value Stream und Value Stream Funding, der in Scaled Agile verwendet wird, der würde gut zu Beyond Budgeting passen, weil da geht es darum, eben eigentlich Wertströme, eben das ist nur die deutsche Übersetzung, die einen Kundenwert liefern, also eben mit Budget zu versorgen und dann die Teams eben einen möglichst großen Kundenwert generieren zu lassen im Rahmen dieses Budgets mit fortlaufender Planung und eben nicht mit Jahresplanung oder Jahresbudget in dem Sinn. Kannst du das bestätigen? Ja, also ich sprich SAFe an. Ja, also SAFe, sicher ein Konzept, das zu agilen Konzepten zählt und da eine Verwandtschaft hat, eben auch zu Beyond Budgeting und danke für diesen Hinweis. Bei SAFe der Unterschied vielleicht noch zu Beyond Budgeting ist, dass SAFe sehr, sehr regelorientiert ist, wie beispielsweise auch Holacracy und Beyond Budgeting oder auch das Agile Manifest oder auch Thiel beispielsweise, die sind prinzipienorientiert. Also es ist, man hat den größten Freiraum und die anderen sind regelorientiert, beides mit Vor- und Nachteilen, absolut. Es gibt schon ganz viele Notizen, die gemacht werden, wie man Beyond Budgeting neu bezeichnen könnte. Ich freue mich. Wenn Ideen da sind, wie kommen diese Ideen am besten zu dir?
mit mir Kontakt aufnehmen. Die Kontaktdaten sind hier. Ihr kriegt die Präsentation, ist das so? Also, ja. Ich würde mich freuen über eure Kontaktaufnahme. Wunderbar, danke dir. Du bist auch noch da jetzt. Also, man kann zu dir vorkommen und sich mit dir austauschen. Wir finden eine Lösung, ob analog oder digital. Irgendwas werden wir finden. Herzlichen Dank, dass du da warst. Ja. Danke für deine Einblicke. Gerne. Herzlichen Applaus. Danke dir.